Leute, heute könnt ihr euch das letzte Mal besaufen, weil morgen geht das leider nicht mehr, weil ja zum Glück mal wieder die Welt untergeht. Und was haltet ihr von dem Scheiß? Ich auf jeden Fall nichts. Ich meine, ich habe das jetzt schon öfter bei Facebook gesehen, aber der Post oder das Geteilte, was ich gerade gesehen habe, hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Den Vogel dreimal abgeschossen. Da hat einer bei mir bei Facebook einen Link geteilt von, nicht von der Bild-Zeitung, ne, sondern von Bild Mystery. Richtig scheiße, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und an die Leute, die aus meiner Facebook-Liste sind und dieses Video gerade sehen, ihr könnt mich dann bitte jetzt löschen. Also jeder, der sowas liked und teilt, ist für mich geistig behindert. Ah, ey, jedes Scheißjahr soll irgendwie die Welt untergehen und da schreiben die hier so eine kranke Scheiße rein, ne? Das gibt ja Gründe dafür und selbst große Köpfe haben Angst. Stephen Hawking zum Beispiel warnt, dass die Erde höchstwahrscheinlich in 100 Jahren nicht mehr bewohnbar ist. Kann ja sein, aber da bin ich eh tot, also juckt mich das nicht. Auf jeden Fall, den Vogel fünffach abgeschossen hat auf jeden Fall der Post von der Bild hier, mal ein Bild von der Bild. Der Schreckensplanet Nibiru, auch Planet X genannt, treffe an diesem Tag die Erde und sorge für Flammen, Tod und Zerstörung. So wie das auf dem Bild aussieht, wir können das ja mal analysieren von mir aus, sieht das aus, als wenn das so ein Alien-Planeten ist und die mit ihren Laserstrahlen die ganze Welt zerstören. Auf jeden Fall auch krasser Photoshop-Effekt. Ich meine, schlechter kann man das echt nicht darstellen, würde ich sagen. Ich habe schon gedacht, ich habe kein Talent, aber die, naja. Auf jeden Fall morgen am 23. geht die Welt unter. Ist auch für mich nicht schlecht, weil dann muss ich die ganzen Mietpisse da nicht nachzahlen. Und mein Internet wurde auch schon wieder nicht abgebucht. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist auf jeden Fall so dumm, ey Leute. Stellt euch mal wirklich vor, das glauben welche, ja? Und wirklich so eine richtigen Fanatiker oder Leichtgläubigen. Die haben jetzt so dolle Angst und bringen sich jetzt um. So eine Scheiße ins Internet zu stellen jedes Mal. Und irgendwas, weiß ich nicht, was will man damit erreichen? Würde wirklich Weltuntergangsstimmung sein, würde hier, glaube ich, Massenpanik ausbrechen. Das ist alles so dumm und jeder, der das glaubt, ist auch wirklich, sorry, aber der ist wirklich dumm. Oh, Leute, ey, immer jedes Mal so eine Scheiße lesen zu müssen. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bitte löscht mich dann jetzt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, weil mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Dankeschön. Was haltet ihr von der ganzen Thematik? Also ich auf jeden Fall echt gar nichts. Letztes Jahr sollte, glaube ich, auch schon die Welt untergehen und irgendwann, auch nicht so lange her, da wurde das ja richtig hochgehypt mit diesem komischen Maya-Kalender und so eine kranke Scheiße. Ah, Leute, ey, nee. Nibiru-Apokalypse morgen live on stage. Auf jeden Fall, Leute. Ihr könnt euch drauf freuen. Ich freue mich auch drauf. Außerdem, wenn wir uns heute besaufen und morgen geht die Welt unter, müssen wir uns den ganzen Kater nicht antun. Ist auch toll. Naja, was haltet ihr von der ganzen Kacke? Ich auf jeden Fall nichts. Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nicht mehr in den nächsten Videos, weil morgen geht ja die Welt unter. Und tschüss. Da ist der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.